Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Es ist früh am Morgen und heute ist unser Yoga-Tag. Ich hatte euch das ja letztens schon gezeigt und wir versuchen gerade wieder so ein bisschen reinzukommen in Sport allgemein. Haben wir ja lange Zeit schleifen lassen und da versuchen wir gerade so eine Balance zu finden zwischen ja, Krafttraining und bestimmten Übungen und eben auch Yoga, was mir unglaublich gefehlt hat, was ich eine Zeit lang total viel gemacht habe. Und ich bin ja dieses Jahr auch viel beim Orthopäden, Physiotherapie gewesen. Und die haben eigentlich alle das Gleiche gesagt, dass das Beste ist, wenn wir einen Mix machen aus bestimmten Übungen im Kraftsport, um bestimmte Regionen richtig aufzubauen und zu stärken. Und dann eben auch Yoga, um den ganzen Körper quasi einfach fit zu halten und zu stabilisieren. Und ja, das habe ich euch ja letztens auch gezeigt gehabt. Und ich hatte danach, ich glaube, 2 Tage Muskelkater. Das ist richtig krass. Ich meine, es war nichts mit Gewichten oder so, ne? Und trotzdem hatte ich hier total Muskelkater, richtig krass. Und ja, heute habe ich wieder ein Yoga für Beginner rausgesucht. Es geht ein bisschen länger. Und das ist jetzt für den oberen Körper. Bin jetzt mal gespannt, was da so auf uns zukommt, ob wir das hinbekommen, ob uns das gut tut. Aber ich habe total Lust drauf. Ich habe mich heute auch richtig kuschelig angezogen, also keine Sportklamotten. Also im weitesten Sinne vielleicht eher so einen lockeren Jogginganzug. Aber mir ist heute so ein bisschen kuschelig zumute. Fertig mit Yoga. Es hat richtig gut getan. Es war aber unglaublich anstrengend. Ich mache ja sonst immer Yoga with Adrienne und ich finde sie, wenn sie sagt Beginner, dann ist es auch Beginner. Und das war ja auch für Beginner und wow, das war richtig schwer, aber ich habe es irgendwie durchgezogen und ich fühle mich auf jeden Fall gut. Und ich habe auch das Gefühl insgesamt, dadurch, dass ich jetzt wieder ein bisschen angefangen habe, mehr Sport allgemein zu machen, mich mehr zu bewegen, auch jeden Tag einen langen Spaziergang zu machen, um auf meine Schritte zu kommen und so. Ich habe das Gefühl, dass seitdem mein Körper insgesamt auch einfach wieder so ein bisschen flexibler ist und sich besser anfühlt und nicht ganz so steif. Ja, jetzt habe ich gerade geduscht, fühle mich richtig frisch, habe mich schon eingecremt. Jetzt warte ich aber ein bisschen, mache mir meinen Morgenkaffee und dann werde ich Haare föhnen und das war's soweit. Ja. So, mein Kaffee ist fertig. Ich habe jetzt mein Käffchen gemacht und auch schon halb ausgetrunken. So, jetzt geht's an die Haare. Fertig. Ihr habt jetzt gesehen, wie eigentlich meistens ganz glatt lasse ich es meistens nicht, weil ich weiß nicht, den finde ich, fallen die Haare einfach so platt unter. So, und jetzt räume ich hier einmal kurz auf und dann hat eben gerade der Postbote an der Tür geklingelt und hat uns ein paar Pakete gebracht und ich dachte, wir packen die mal zusammen aus. Das ist übrigens mein Outfit heute. Grey on grey on grey. Aber irgendwie habe ich heute grau gefühlt. Ich habe so einen cropped, unglaublich kuscheligen Pulli an von Arkit.
Der ist aus dem letzten Winter oder vorletzten. Aber ich glaube, den Pulli gibt es auf jeden Fall noch in einer anderen Farbe. Ich weiß nicht, ob es den noch in Grau gibt. Drunter trage ich, und ich sehe gerade, dass man meine Kette gar nicht mehr sieht, so ein nude-beiges Longsleeve. Ja, weil ich ein bisschen empfindlich bin, wenn es um Stricksachen geht und weil der Ausschnitt auch so ein bisschen größer ist und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das so ein bisschen drunter sieht. Und das ist von And Other Stories. Die Kette ist übrigens auch von And Other Stories. Und die Hose ist von Everlane. Das ist so eine high-waisted, geknöpfte, dunkelgraue Mom-Jeans. Und dann habe ich auch noch meine Hausschuhe an. Das waren eigentlich mal keine Hausschuhe, aber dann habe ich sie einfach nicht mehr draußen getragen. Und das sind einfach die perfekten Schuhe für mich für zu Hause, weil ich so kalte Füße habe und in denen ist mir nie kalt. So, ich habe es mir jetzt wieder gemütlich gemacht und bin umgeben von meinen Paketen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich würde sagen, ich fange hiermit an. Und zwar ist Drunk Elephant ja jetzt endlich in Deutschland. Und jetzt habe ich hier so ein süßes Täschchen bekommen. Fangen wir mal hiermit an. Das ist F-Bomb Electrolyte Water Facial, also eine Maske. Eins meiner Lieblingsinhaltsstoffe, Retinol Apassioni Retinol Cream mit 1%igem Retinol. Da kann ich euch auf jeden Fall schon sagen, das solltet ihr nun benutzen, wenn ihr euch schon auskennt mit Retinol, beziehungsweise wenn ihr das schon benutzt habt. Dann haben wir hier nämlich eine chemische Säure, und zwar AHA und BHA zusammen. TLC Framboos Glycolic Night Serum. Dann haben wir hier ein, also das ist quasi ein Night Serum und das ist das Day Serum. C-Firma heißt das und das ist mit L-Ascorbic Acid 15%ig, also Vitamin C. Und das ist das einzige Produkt, was ich schon habe, und zwar ist es das Virgin Marula Luxury Facial Oil. Und es ist 100%iges Marula-Öl. Und das ist das allerbeste Öl, wenn ihr unglaublich trockene Haut habt, wenn ihr reifere Haut habt. Das ist einfach so reichhaltig und gut verträglich. Ich kenne niemanden, der das nicht vertragen hat. Und also das ist wirklich wow. Dann machen wir weiter hier. Habe ich ein kleines Paket bekommen von Lush. Und zwar haben die natürlich saisonal immer ganz tolle Produkte, die die rausbringen. Und es ist ja bald Halloween. Und übrigens bin ich gerade dabei zu planen. Talisa und ich sind beide voll Halloween-Fans. Aber wir haben beide schon voll lange kein Halloween mehr gefeiert. Und wir haben gesagt, ey, was ist, wenn wir dieses Jahr eine Halloween-Party machen? Sprich, sie kommt hierher und wir verkleiden uns und vielleicht kochen und backen wir irgendwas, was dazu passt, und hören Gruselmusik und gucken ganz viele Gruselfilme aus der 90er. Das ist so der Plan. Deswegen hat mich das gerade daran erinnert. Wir haben nämlich noch gar nichts geplant. Auf jeden Fall waren hier einige Produkte drin, und zwar unter anderem dieser, kennt ihr diesen Duschschleim, diese Duschjellies, das heißt Boo. Und ich zeige euch das mal. Das ist nämlich wirklich wie so Wackelpudding oder so. Oh, seht ihr das? Ja, riecht unglaublich gut und ist so schwarz-silber-glitzernd. Das riecht irgendwie nach Patchouli und irgendeiner roten Frucht oder so. Was steht denn da? Kokosschalen. Patchouliöl. Mittlerweile ist meine Nase ganz gut. Kokos, Pfeffer, Patchouli, Vanille. Ja, also das riecht wirklich, das riecht richtig gut. Boah, die haben so krasse Düfte einfach. Dann muss ich kurz mal gucken, was das hier ist. Bad Art Badebombe. Also das soll eine Fledermaus sein. Das riecht auch gut. Ich habe ja eigentlich fast nur Badebomben von Lush. Das sind wirklich die besten. Und dann, was haben wir hier? Oh,
kleines Gespenst. Wie süß sieht das bitte aus? Das nennt sich Ghost in the Dark und das riecht unglaublich frisch. Super frisch. Erinnert mich irgendwie an Orangen, Zitronen, Neroli, Orangenblüten. Also eigentlich gar nicht herbstlich, sondern so Frühling, sommerlich. Frühlingshaft, sommerlich. Das war's, glaube ich, genau. Ja. Ich finde es so toll. Mit Lush kommt man immer so richtig in die Stimmung der Saison. Dann habe ich hier ein großes, wichtiges Paket. Und zwar habe ich einen neuen Laptop. Da ist er. Und zwar haben wir einen neuen Laptop. Das ist von Asus, das ZenBook. So sieht es aus. Packen es mal zusammen aus. Und da ist ein AMD-Prozessor drin. Und das bedeutet, dass mein Laptop nicht mehr hängen wird. Das ist, also wenn ihr irgendwie, wenn ihr zum Beispiel Gamer seid, wenn ihr Videos bearbeitet, das ist wirklich sowieso das Schlimmste für einen Computer oder Laptop, oder Bilder bearbeitet oder 1000 Tabs aufhabt, dann kennt ihr das sicherlich, das Problem, dass irgendwann der Laptop nicht mehr möchte. Und deswegen musste ich auch anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, was kann ich machen, um das Ganze zu optimieren. Und das packe ich gleich mal alles ganz in Ruhe aus. Aber ja, das ist der mini kleine Laptop. Der ist richtig klein, richtig dünn, aber der hat was drauf. Also wenn man sich da die Daten anguckt, das ist richtig krass. Also ihr könnt mal sehen, wie klein der ist, ne? Das ist Wahnsinn. So. Wie sieht der nämlich aus? Wir arbeiten ja sehr, sehr viel auch von unterwegs. Wir haben hier sogar im Auto Steckdosen, damit wir unsere Laptops laden können. Und die laden sich auch sehr, sehr schnell. Und die sind halt super groß, sperrig, schwer. Und das ist auf jeden Fall so eine Edition, das einfach super ist für unterwegs oder ja, wenn man einfach wirklich mal was braucht mit ordentlich Kraft dahinter. Deswegen bin ich mega gespannt darauf und ihr seht auch hier, ist es so eingraviert, beziehungsweise ein Sticker drauf, AMD Ryzen, das ist der Prozessor 4000 Serie und dadurch ist der halt richtig gut, richtig schnell und wird sich nicht aufhängen. Ich bin so gespannt, wie der sich so verhalten wird. Also da werde ich euch auf jeden Fall noch berichten. Weil Laptops ist echt so ein Ding und Computer, wenn das nicht funktioniert, ist man aufgeschmissen, ne? Okay, dann haben wir hier, da habe ich mich so gefreut. Ich war doch letztes Jahr in Seoul in Südkorea mit Laneige und Laneige ist eine meiner Lieblings-Skincare-Firmen aus Korea, Südkorea. Und die Süßen sind jetzt auch nach Deutschland gekommen und haben mit Sephora zusammen mir ein kleines Paket gepackt und zugeschickt. Und es war total süß, guckt mal bitte. Da waren solche Söckchen drin mit Pfirsich, irgendwas so richtig koreanisch. Und dann das Produkt. Ihr kennt das von mir, ihr wisst, dass ich das liebe, und zwar die Lip Sleeping Mask. Beste Lippenmaske, bestes Lippenprodukt benutze ich seit Jahren, hält ewig. Meine Lieblingsrichtung ist Vanille. Die haben mir jetzt in groß Grapefruit zugeschickt, das kannte ich noch gar nicht. Das riecht auf jeden Fall ja, krass nach Blutorange Grapefruit. Kommt in so einem kleinen Tiegel und ihr benutzt davon wirklich nur ganz wenig auf den Lippen abends und morgens sind die Lippen so richtig juicy. Aber weil sie wahrscheinlich wissen, dass ich Vanille so liebe, haben sie mir noch zwei Mini Sleep Masks hier mit reingepackt. Guckt mal bitte, wie süß die aussehen. Und ja, auch das wird ewig reichen, auch wenn es aussieht wie super wenig. Oh mein Gott. So gut. Mm,
Das riecht so gut. Das riecht nicht so zuckrig, süß nach Vanille, sondern so ganz elegant, pudrig. Davon habe ich zwei. Und dann Lip Glowy Balm Peach. Das kenne ich noch gar nicht. Aber das klingt auf jeden Fall gut. Das sieht so aus. Und nach riecht's? Nach Pfirsich. Also das kenne ich noch gar nicht. Bin ich gespannt. Aber ich mag alle Produkte von Laneige sehr, sehr gerne. Und das letzte Paket ist von Oatsum. Und zwar habe ich wieder Nachschub bekommen. Die kennen mich sehr gut. Also ich habe sehr viel hiervon. Kala Kakao, mein allerliebstes Produkt von Oatsum. Und dann habe ich das gesehen. Ich dachte, ich spinne. Gefüllte Bliss Balls Lilly Lebkuchen. Also, doesn't get better than that. Also, gibt es etwas, was weihnachtlicher schmecken kann? Auch das werde ich ausprobieren, ganz selbstlos, und euch berichten, wie es schmeckt. Genau, das war's zu meinem kleinen Unboxing. Apropos Essen, wir waren letztens bei Lidl einkaufen und haben dort so ein bisschen gestöbert und haben so Chicken Nuggets gefunden, vegan. Das sah einfach aus, als wenn man bei Mac ist oder so. Die waren nicht so gut. Also da gibt es auf jeden Fall bessere. Aber das Ding ist halt, super viele vegane Alternativen sind mit Soja. Und die waren halt nicht auf Sojabasis. Deswegen habe ich mich mega gefreut. Die waren schon ganz gut. Ich meine, mit Soße schmeckt halt eh alles gut, ne? Aber dann hatten wir so ein Eis am Stiel gefunden mit, was war das? Irgendwie Vanille, Karamell oder so. Das war richtig gut. Das war richtig cremig. Und ich habe die anderen von Lidl auch schon ausprobiert, diese am Stiel Eissorten. Die waren gut, aber nicht so cremig. Das ist echt cremig. Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar, wo habe ich das hingetan? Hier, genau. Guck mal, hier habe ich noch Kuchen gefroren. Das ist das hier, Gelatelli. Eis auf Haferbasis. Richtig cool. Mit Vanille- und Karamellgeschmack, genau. Und da sind 4 Stück drin und das ist so cremig. Und wie gesagt, nicht auf Sojabasis. Auch das gibt es selten. Also es gibt viel Eis nicht auf Sojabasis, aber das ist meistens, finde ich, nicht besonders cremig, leider. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Pablo hat gestern Abend Ragout gemacht. Spaghetti-Ragout oder Bolognese, wie man das in Deutschland nennt. Also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Ich wollte eigentlich noch über irgendwas reden, aber ich glaube, ich esse erstmal. Mit Vollmond redet man schließlich nicht. Bis gleich. Ich habe den Laptop jetzt einmal angeschalten. Ich war voll gespannt. Papa meinte auch, hast du ihn noch nicht angemacht? Nein, hatte ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt alles soweit eingerichtet, was ich einrichten muss. Ich habe hier einmal Office, Adobe Photoshop, Premiere Pro und Lightroom, weil ja auch immer fragt, womit wir so bearbeiten. Also wir benutzen also zum Bearbeiten der Bilder eigentlich immer Lightroom und oder Photoshop, und Adobe Premiere Pro ist ja für Videoschnitt, ist so das Programm. Ich habe jetzt auch gerade schon mich ins WLAN eingeloggt und habe einmal jetzt einfach shameless plug. Nein, aber ich habe einfach einmal beim Internet Explorer eingegeben, meine Instagram-Seite, um zu gucken, wie das so aussieht, wie die Farben rauskommen und Pixel und so, weil mir das natürlich auch wichtig ist, dass auch auf so einem kleinen Laptop alles gut erkennbar ist. Und ja, jetzt habe ich ihn soweit eingerichtet und jetzt bin ich gespannt, wie der sich so macht, wenn ich ihn dann tatsächlich in Benutzung habe und vor allem auch, wenn ich ihn so benutze, wie ich halt meine Laptops und Computer benutze, nämlich mit vielen Tabs offen, mehrere Programme, Musik, Video, Bild, keine Ahnung, Websites und so, wie er sich da macht. Genau, so. Jetzt mache ich mir, glaube ich, erstmal ein Teechen und dann wollte ich ja noch was mit euch besprechen. So, ich habe jetzt alles weggeräumt und habe mir jetzt ein Tee vorbereitet und Rooibos-Vanille übrigens, und werde jetzt
Ich trinke den mit Milch. Ich werde jetzt das hier mischen. Mit meiner Oatly Barista Milch, weil ohne kriege ich das echt nicht runter. Ich hoffe mal, dass dann die Mische in Ordnung ist. Auf jeden Fall wollte ich mit euch über etwas reden, was ich super spannend fand gestern. Da haben wir nämlich abends einen Film geguckt, der hieß Das Social Dilemma. Und das hatten auch ganz viele von euch mir empfohlen, dass ich das mal schaue. Und ich muss sagen, also es geht um viele, vor allem männliche, aber auch ein paar weibliche, ehemalige Mitarbeiter von Tech-Startups. Sowas wie Facebook, Pinterest, Twitter, Google, die Angst haben um die Zukunft, die gesagt haben, dass sie angefangen haben, bei einem Startup zu arbeiten mit ja, dem Gedanken, dass es um Innovation geht, dass sie die Welt verändern und verbessern und dass das irgendwie sehr einseitig gesehen wurde und man so die andere Seite der Medaille nicht so richtig betrachtet hat und das uns jetzt irgendwie überrollt, diese Lawine an negativen Seiten und Konsequenzen. Und es war ein sehr zugespitzter Film auf jeden Fall. Pablo hat etwas in die Richtung studiert und er hatte auch im Studium schon viel dazu und wir haben uns dementsprechend auch schon viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, generell, was das Internet quasi mit uns als Gesellschaft im Allgemeinen macht und wie es Meinungen und Taten beeinflussen kann. Aber dennoch war es sehr interessant zu sehen und gerade auch für Leute, die sich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben. Und generell haben wir dann gestern Abend auch nochmal darüber gesprochen, wie ich das Internet nutze, wie Pablo das Internet nutzt. Und übrigens, es geht nicht um Social Media, damit meine ich jetzt nicht YouTube, Instagram, Twitter nur, sondern generell das Internet. Das ist ja das super Neues, was sich so schnell entwickelt hat. Alleine Google, ne? Dass wenn man etwas googelt, bei jedem was anderes vorgeschlagen wird. Auf jeden Fall finde ich das halt voll krass, dass die sich alles merken, was du jemals irgendwie eingegeben hast und dann quasi auch versuchen, dir Sachen zu zeigen, die dich interessieren könnten, was ja an sich gut ist. Das ist aber das Ding daran, wenn etwas mechanisch funktioniert und nicht mit einer Person, dass dir das dann halt alles ausspuckt, ohne irgendwie zu filtern, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob das in Balance steht. Und das fand ich halt krass. Es gibt ja da auch andere Services. Ich glaube, einer heißt Quanta. Und das ist eben eine Suchmaschine, die nicht deine Historie speichert und dir dann quasi theoretisch gesehen, müsste man mal vergleichen, aber wenn du was eingibst, müsste das eigentlich bei jedem die gleichen Ergebnisse anzeigen. Ja, und aber, also das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie, ja, wie sich dadurch, dass zum Beispiel bei Suchmaschinen und generell dass das so personalisiert ist, dass bei jedem was anderes angezeigt wird, dass sich dann auch verschiedene Meinungen verfestigen. Ne? Und zum Beispiel in den USA, die Demokraten und die Republikaner mittlerweile so auseinander sind, weil denen ja auch unterschiedliche Sachen angezeigt werden. Und die Demokraten denken, wie kann man die Person wählen, so denken. Und die Republikaner denken das gleiche über die Demokraten, weil diesen Individuen auch unterschiedliche Sachen angezeigt werden, die das noch weiter anfeuern. Und das ist so krass, aber das geht, also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Eine Sache, die ich sagen wollte, auf Social Media, jetzt ist das ein kleiner Teil, und nicht ein kleiner Teil, aber ein Teil vom Internet ist natürlich auch Social Media und zum Beispiel Instagram, dass ich mich mal mit jemandem darüber unterhalten habe, was ist das Erste und das Letzte, was du am Tag tust. Und richtig krass, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er das auch studiert hat, ist Pablo, der wirklich das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nimmt und sich gar nicht mehr irgendwie mit dem Internet generell beschäftigt, sowohl abends als auch morgens. Und das ist so krass und mir fiel das extrem schwer. Es fällt mir immer noch extrem schwer. Jetzt gehe ich ja langsam wieder in Richtung Lesen
Und dieses Buch zu haben und quasi zum Buch zu greifen statt zum Handy, das ist erstens schwerer, als ich mir vorgestellt habe, aber zweitens ist es natürlich eine gute Alternative als gar nichts. Aber ich habe auch vor längerer Zeit angefangen, bei Social Media, und damit meine ich jetzt vor allem Instagram, da säubert sich die Kaffeemaschine. Pablo hat sich nämlich gerade einen Kaffee gemacht. Dass ich mich gefragt habe, folge ich Menschen, die mir ähneln? Also sowohl irgendwie von den Werten als auch irgendwie äußerlich, was auch immer. Also folgt man auch Leuten, ja, die einem ähneln, oder folgt man Leuten, die einen bereichern? Wie ist die Balance? Folgt man vielleicht auch Menschen, die in einem ein negatives Gefühl auslösen? Und oder ja, nimmt man vielleicht manchmal unbewusst Sachen, also ja, Social Media oder Stories oder was auch immer, konsumiert man Social Media und fühlt sich dabei irgendwie leer? Und das habe ich mich vor längerer Zeit gefragt und habe dann tatsächlich angefangen und einfach ein bisschen meinen Feed gesäubert. Ich bin Leuten entfolgt oder habe sie auf stumm gestellt oder was auch immer, wo ich irgendwie ein komisches Gefühl hatte, was ich manchmal gar nicht definieren konnte, warum das so war, aber ich habe mich einfach dafür entschieden, weil das sich irgendwie komisch angefühlt hat, und bin dann auch aktiv auf die Suche gegangen nach Leuten, die mich inspirieren, die mich bereichern, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, und davon gibt es ja auch unglaublich viele. Aber ich glaube, man ist manchmal so festgefahren und bleibt dann irgendwie bei den gleichen. Und Social Media ist sowas Tolles, das Internet ist was unglaublich Tolles. Und was für Leute ich dadurch kennengelernt habe, wie ich mich selbst bereichert habe, wie ich mich weitergebildet habe, autodidaktisch selber, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin ja sowieso dafür, dass wir reflektierte Menschen sind, werden und uns auch immer weiter mit uns beschäftigen und nie damit aufhören. Und genauso wichtig ist es auch, dass man weiß, dass es ist ein zweischneidiges Schwert quasi, und es hat positive und negative Seiten, und du bist deines Glückes Schmied und musst einfach schauen, dass du diese negativen Seiten einfach ausradierst aus deinem Alltag und schaust, dass du vom Internet, von Social Media das konsumierst, was positiv ist. Und das ist jetzt leichter gesagt als getan, ne? Aber ich meine eben zum Beispiel auf dieses kleine Thema mit, was ist da eigentlich in meinem Feed, fühlt sich das gut an oder nicht? Ja, das ist was ich angepasst habe, und mich würde da auch interessieren, wie das bei euch ist. Weil, wie gesagt, man muss jetzt nicht komplett bashen oder so. Man muss einfach nur drüber nachdenken, wem folgt man, was sind Sachen, die mich inspirieren, die mich bereichern, die mich interessieren. Und ich hoffe natürlich auch, dass, wenn ihr meine Inhalte schaut, dass was Positives ist, was euch entspannt, was euch bereichert, vielleicht inspiriert, Lächeln ins Gesicht zaubert, oder dass ich auch einfach nur, ja, für euch da sein kann, wenn man sich vielleicht mal alleine fühlt oder so. Das ist das, warum ich das hier mache, unter anderem. Ja, genau. Das ist ein Mammutthema, ich weiß, es tut mir leid. Aber irgendwie, ich habe das gestern gesehen und war dann so inspiriert, auch mal darüber zu reden, weil ich das einfach unglaublich finde, wie sich das Internet entwickelt hat. Aber dass das eben Maschinen sind, dass das Tonnen von Computern sind, die so viel kontrollieren in unserem Leben, und die Macher dieser Computer gar nicht mehr die Kontrolle so richtig darüber haben. Das ist super gruselig, aber AI is real. Genau, jetzt habe ich schon zu lange drüber geredet, aber es ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema. Ich werde jetzt einkaufen gehen, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Thank you.